Wir stehen jetzt hier mit Vinesa Schütz von Vodafone. Vinesa, was macht Vodafone im Moment? Vodafone macht zurzeit ziemlich viele Sachen. Wir sind ziemlich aktiv im Prepaid, wo wir einmal aufladen, alles drin, jeder Menge Leute ein gutes Angebot machen können. Aber natürlich als Premium-Anbieter auch ein hochwertiges Angebot für Leute haben, die ein cooles iPhone wollen, die ein gutes Gerät für einen guten Preis wollen, können wir auch anbieten. Heute seid ihr bei der Active Launch vertreten. Über wen freut ihr euch? Wer sollte auf euch zukommen? Alle, die uns helfen, segmentiert zu vermarkten. Der Markt ist gesättigt, aber es gibt noch unglaublich viel Potenzial da draußen, wenn wir es richtig ausschöpfen. Die ganze Tablet-Szene ist bei weitem noch nicht so ausgeschöpft, dass wir tatsächlich ein Tablet überall da haben, wo wir auch ein Smartphone haben. Alle, die uns helfen mit den Mehrwerten, die Vodafone zu bieten hat, hier ein interessantes Geschäft für unsere Kunden zu machen und ein interessantes Angebot in den Markt zu bringen. Also ist die Digitalisierung schon bei Vodafone angekommen? Ja, also, ich meine, Digitalisierung ist ein sehr, sehr weites Feld. Für uns wird der Kanal immer ein Omnichannel-Kanal sein. Wir wollen da sein, wo der Kunde ist. Und der Kunde ist einfach auch in der Stadt. Und in der Stadt will er uns treffen, in der Stadt will er in den Laden gehen, in der Stadt will er halt das Handy anpassen. Aber er will das dann vielleicht doch lieber auch online kaufen und sicherstellen, dass er halt einfach die Bequemlichkeit, die online bietet, die Vergleichbarkeit, die Transparenz für sich nutzen kann. Und da bieten wir ihm einfach das umfassende Erlebnis. Egal, wo er mit uns in Kontakt treten kann, wir sind da. Ihr seid als Platin-Sponsor bei der Active Launch dabei. Warum habt ihr euch für dieses Paket entschieden? Weil wir arbeiten schon lange gut mit Active Performance zusammen. Es ist ein sehr reichweitenstarker Partner, jemand, der uns wirklich hilft, hier unsere Kunden über die verschiedensten Kanäle zu erreichen, mit den vielseitigsten Partnern, die einfach der Markt hier zu bieten hat. Und das ist einfach ein guter Partner für uns und wir freuen uns einfach, hier in Hamburg zu sein. Was habt ihr mitgebracht? Was wir mitgebracht haben, ja, viel gute Laune und ein Team, was absolut engagiert hier auf sich freut, mit den Partnern auch auf so einem kurzen Dienstweg vielleicht nochmal die eine oder andere Sache zu erdenken, die so richtig den Markt rocken kann. Beschreib mal einmal die Stimmung hier. Ich glaube, das ist eine Stimmung, die einfach das gute Hamburger Nachtleben sehr gut reflektiert. Also es ist locker, es ist interessant, man trifft gute Leute und alle sind einfach interessiert daran, auch gemeinsam eine gute Zeit zu haben und gemeinsam etwas zu finden, was man halt morgen denn wieder im Business-Kontext auf die Straße bringen kann. Und das ist das, was die Stimmung ausmacht, halt in einer guten Atmosphäre Business gemeinsam zu machen.